Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ihr seht, ja, hat die Enderin jetzt 400 Kronen und ich nur noch 68, denn ich habe tatsächlich die Karten doch gekauft. Denn ich bin der Meinung, bald kommt ein Kartenspiel, dass ich das noch so ungefähr in Erinnerung hatte, weil ich habe mir auch ein bisschen was angeschaut mal damals, als es rauskam zu The Witcher. Und das ist jetzt auch wieder Ewigkeiten her, aber ich habe es gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass hier in der Taverne gewinnt gespielt werden konnte. Gut, machen wir jetzt erstmal weiter mit der Geschichte. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen. Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Danke für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, genau. Als ob wir das machen würden. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Alles klar, kann ich auch mit Wesemir noch weiter diskutieren? Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis später, Wesemir. Also wirklich schon selbst fast 100? Wollt ihr gerade einen Lapdance machen? Okay, Lapdance hat nichts mit dem Tisch zu tun, ich weiß. Ich weiß, was ein Lapdance ist, aber ja. Gut, mir fällt Table Dance, mein Gott, ey. Lapdance, ja. Ich bin doof. So, Bauer. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist.
Ha. Cool, wir haben unser Hexersinn benutzt, Quatsch, unser Hexer, Zeichen benutzt, um ihnen den Verstand zu dingsen, hier zu rauben, sag ich jetzt mal. Wie hieß denn dieses Zeichen nochmal? War das, nee, Quen war Schutz, Art war die Druckwelle, bin ich der Meinung. Kann man das denn hier sehen, hier? Ja, hier kann man das auch auf einen sehr umwegigen Wege sehen, hier, ne? Umwegigen Wege vor allem. Art-Zeichen, ja, das ist dieser Stoß tatsächlich, dieses ARD-Zeichen. Igni war Feuer, Irden war die Falle. Ach, da ist es ja. Nee, hier ist es. Ach, Axi. Axi war das, okay. Da haben wir Axi benutzt. Ach so, bevor wir weitermachen. Gibt es denn noch irgendwie neue Bestien, Charaktere? Nee, gut. Okay. So, wir nutzen mal unser Hexersinn. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Da ist ein Ausgang. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Hier kann ich die Kerze ausmachen, das ist aber nicht wichtig. Da ist eine Katze, die ganze Zeit im Bild übrigens war. Vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik, nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Ein Lager. Oh, ist das Lager übergreifend? Ich kann keinen Trank reinmachen? Geht das nicht? Okay. Nee, dann will ich jetzt auch nicht am Lager rumhantieren. Bist du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch oh. Die Sonne auf. Hier ist ja sogar das Kartenspiel schon. Dann quatsche ich erstmal mit dem da. Weil oben auf der Karte sieht's mir. Ach nee, okay. Ich dachte, das hier wäre jetzt das Hauptziel und das da hinten wäre nur eine Nebenperson zum Reden. Aber gut. Reden wir mit Gaunter Odin. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Der kennt ihr also mit Namen sogar. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Oh, Nilfgaardischer Zitronenwodka. Interessante Mischung. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein Nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten.
und du bist in der Nähe und kannst helfen. Okay, weg ist er. Einfach weg. Okay, gut. Alles klar. So, hier gibt es nichts mehr sonst, ne? Nur Art-Zeichen. Nee, nicht Art, sondern... nee, das ist auch nicht Axi, oder? Hä? Doch, das ist doch Art. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Moment. Doch, das ist Art, sag ich doch. Ich bleib mal bei Igni, trotz alledem. So, dann reden wir nochmal mit denen hier. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Warum sollte er? Ich bin ein neutraler Zivilist, ein Gelehrter. Stiefel. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. Was? Wegen der Stiefel? Alles klar. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja komm, natürlich. Ich möchte sehen, wie das Spiel ist. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. So, ich bin gespannt. Was? Moment, hä? Moment, what? Alle Karten. Nahkampfeinheiten. Wetterkarten. Okay, das sind all meine Karten, oder wie? Und das sind jetzt was für Karten? Achso, nördliche Königreiche. Suartel, was? Keine Ahnung. Monster. Kaiserreich Nilfgaard. Also die habe ich alle, oder wie? Ich glaube, ja. Sind das meine? Tatsächlich meine? Nee, oder? Karten im Satz. Okay, ich verstehe es nicht. Gut. Flinte, ja, das hatten wir aber schon mal durchgelesen gehabt.
Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Sonderkarten 9 von 10. Stärke der Einheitskarten, Heldenkarten. Heldenkarten habe ich ja gar nicht. Ich hatte doch eine Heldenkarte. Moment mal. Katapult, Drachenjäger. Die beiden sehen stark aus hier. Keine Ahnung, was sie noch so können. So, darf ich die alle benutzen oder was? Spiel starten. Ja, würde ich mal sagen. Lege eine Karte ab und dafür ziehe eine neue. Lege eine Karte ab. Was kann denn das? Er hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Ne, das ist gut. Setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Beider Spieler auf 1. Wo steht denn der Angriff? Ist das dieser 1, der Angriff? Und da die 2, da die 5, da die 8. Ich leg mal die hier ab. Und die hier. Okay, da ich jetzt die Tutorials ausgemacht habe, weiß ich natürlich nicht, was ich machen muss. Aber der hat jetzt 2 Punkte. Das heißt, weil er die 2 da gesetzt hat. Was kann denn die Karte überhaupt? Keine Ahnung. Kann ich die irgendwie zerstören? Geht das? Also Nahkampfangreifer sind hier oben. Das hier ist keine Ahnung was. Das sind die Fernkämpfer und das sind die Katapulte. Kann ich auch irgendwie sehen, was der kann? Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um 1, sich selbst ausgenommen. Das ist also ein Katapulttyp. Dann werde ich mal das Katapult erstmal setzen und danach, das ist natürlich jetzt schlecht, aber... Boah, soll ich jetzt schon die gute Wetterkarte setzen? Ich weiß es nicht. Was macht denn klirrende Kälte nochmal? Kann ich auch, mein Freund. Das kann ich auch. Komm, mach gutes Wetter. Nee, macht er nicht. Der bleibt bei seiner 1. Dann spiele ich nämlich jetzt einen Bogenschützen. Und zwar einen der schlechtesten. So, die hier. Zack, da habe ich nämlich mehr Punkte als er. Oder auch nicht mehr Punkte als er. Ich könnte natürlich mit ihm auf Gleichstand gehen, indem ich jetzt hier einfach den hier nehme. Dann bin ich mit ihm auf Gleichstand erstmal. Mal gucken, was er noch so hat. Auch ein Nahkämpfer, auch ja ein mehr. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht diese Karten hier benutzen. Aber was soll ich machen, ne? So, dann versuche ich jetzt mal das Ding zu gewinnen mit 3 Punkten Vorsprung. Ich hoffe, das klappt. Dein Gegner passt, das ist gut. Jetzt kann ich nämlich auch passen. Und wenn man nämlich gepasst hat, dann gewinnt man. Dann ist die Runde vorbei. Ja, genau. So funktioniert das Spiel. So, ich würde mal sagen, was ist das jetzt hier? Einfach nur mal gucken. Ach, Fernkampfkarten bei der Spiel auf 1. Ja, Fernkampf, Regen war Ballisten. Dann würde ich einfach mal sagen, starte ich mal mit der hier sofort. Mit der 6. Ich habe noch was für die Ballisten. Also so schlecht sieht das gar nicht für mich aus bisher. Waren das die Ballisten? Ja, Belagerungskarten, genau. So, zack. Nur noch auf 1. Mal gucken, ob er jetzt mich noch toppen will. Okay, gutes Wetter, ja. Ist okay. Kann ich mit leben. So, mein Friend. Jetzt mache ich das hier. Oh, bitte mach nichts Gutes. Ah, es sieht nicht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig.
Das ist jetzt doof, denn jetzt habe ich nur noch den Nebel, der Fernkampfkarten auf 1 setzt. Das heißt, ich habe 5 Punkte minus und er so 2. Ich muss leider passen. Ich muss leider passen. Geht nicht anders. Ach, verdammt, ey. Die Runde hat da locker gewonnen. Aber ich habe noch 2 Karten. Nichts Gutes, aber... aber vielleicht rettet mich in mir das den Arsch. Jawohl, Fernkampfkarte. Das ist nice. Er hat nämlich 0... Moment. Oh, scheiße, der hat trotzdem einen Punkt. Ich habe ja gar keine Angriffskarte mehr. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss passen. Ich habe verloren. Scheiße, ey. Mit einem Punkt. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber es macht Spaß. Es ist recht... es ist wirklich verdammt simpel. So simpel, wo es... keine Ahnung, so simpel habe ich das gar nicht in Erinnerung gehabt. Ja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. In der nächsten Folge gibt es eine Revanche. Da werde ich mal, jetzt weiß ich auch, wie das Spiel funktioniert, da werde ich mal ein bisschen anders die Karten aufsetzen. Gut, das war's auch schon wieder mit The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben uns nur in dieser Taverne hier eigentlich bewegt und nicht wirklich was großartig gemacht, außer gewinnt gespielt. Und das werden wir im nächsten Part nochmal am Anfang tun und danach gehen wir wieder raus und gucken uns mal Weißkarten an. Also bis zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao.